So much space. Need to see it all. I wish I could take it all back. I honestly do. I honestly do wish I could take it all back. And not just because I'm stranded in space. I'm in space. I know you are, mate. Yeah, we're both in space. Space! Anyway. Space, ja, wie der Space Corps schon so schön gesagt hat, wir gehen heute auch in Space mit einem Raumschiff. Wir werden ein Raumschiff erstellen. Aber wir haben das nicht allein erstellt, oder ich habe das nicht allein erstellt. Es ist eine Kollaboration. Ich habe das zusammen mit Real Space Spray Art gemacht. Der Kanal ist auch natürlich unten in der Beschreibung verlinkt und oben in der Infobox. So sollte jetzt irgendwo aufploppen. Hoffe ich mal, hoffe ich habe das hingekriegt. Ja, geht auch unbedingt auf dem Kanal vorbei. Geht am besten vorher, bevor ihr das Video fertig seht, auf dem Kanal vorbei, weil das hier ist quasi der zweite Teil. Es ist ja das 3D-Modell. Und Real Space Spray Arts war dafür zuständig, halt das Design zu erstellen. Quasi das 2D-Bild, was ihr eigentlich jetzt schon im Hintergrund gesehen habt. Aber ihr wisst ja noch gar nicht, wie das erstellt ist. Deswegen geht unbedingt auf den Kanal, schaut euch da das Video an, lasst vielleicht mal ein Like, ein Abo da und liebe Grüße da. Und kommt dann wieder hierher zurück. Oder bleibt da und schaut euch dann noch ein paar Videos an. Das ist euch überlassen. Ja, und wir machen jetzt weiter mit dem zweiten Teil quasi, mit dem 3D-Modell, was halt hinten schon ein bisschen am Laufen ist. Ja, kommen wir jetzt zum Modell. Oder noch nicht ganz eine Sache möchte ich noch erzählen, die mir halt in der Kollaboration passiert ist. Ist halt was gelernt. Wobei ich es eigentlich ja schon wusste, aber dafür komplett ignoriert habe. Und zwar, dass halt zwei Menschen mit einem Keyboard zwei verschiedene Gedankengänge haben können. Ihr solltet es ja eigentlich besser wissen. Ich habe ja den einen oder anderen Auftrag schon gemacht. Und da ist es öfters passiert, dass man halt mit wenig Worten einfach eine ganz andere Vorstellung hat, wie sein Gegenüber, dass man dann besser nachfragen sollte. Deswegen nutze ich gerne Referenzen und bekomme auch gerne Referenzen, wenn ich halt irgendwas modellieren oder zeichnen soll. Das macht das alles ein bisschen einfacher. Und das ist hier so ein bisschen verloren gegangen. Wir haben beide uns beschlossen, wir wollen ein Raumschiff machen und ich hatte halt nicht weiter nachgefragt. Dementsprechend habe ich mir meine eigenen Gedanken gemacht, was das sein könnte. Und ja, bevor ich das Bild gekriegt habe, was ich modellieren sollte, habe ich mir halt gedacht, okay, das wird irgendwas Mechanisches sein, so einen kleinen TIE Fighter-Richtung, sowas Mechanisches halt, so ein mechanisches Raumschiff, relativ klein, dass es halt ja, in Missionen gehen kann, man kann auf Planeten landen. Und ich habe das komplette Gegenteil bekommen. Ich habe ein sehr großes, organisches, quasi Mutterschiff bekommen, weil dieses Raumschiff sieht jetzt nicht dazu aus, als sollte das irgendwo landen. Ergo sollte das eine Art Mutterschiff wahrscheinlich sein, das irgendwo durch die Gegend hust und als Basis dient. Was so ein Mutterschiff halt tut, das ist halt sehr groß, massiv und halt organisch. Das komplette Gegenteil. Ich hatte irgendwas Kleineres, Mechanischeres und halt, ja, wirklich in diese Richtung Aufkunde, Aufklärer hatte. War halt irgendwo ganz lustig, wieder ein Keyword, zwei komplett verschiedene Gedankensrichtungen. Aber war ganz lustig für mich. Und, ja, war eine gute Erfahrung oder vielleicht wieder Wachrüttelung an Erfahrung. Ja, immer wieder lustig, wie die Gedankengänge von zwei Leuten komplett auseinandergehen können, wenn sie halt ein nur Keyword kriegen. An für sich, für die Kollaboration war das jetzt kein großer Unterschied. Ich habe jetzt einfach nur das andere Programm genommen. Ich habe ja Maya und Blender und in Maya mache ich lieber mechanische Sachen, also Hard Surface, alles was so mechanisch ist, Möbel und halt so Hard-Surface-Zeug und in Blender mache ich lieber organische Sachen, wie jetzt Charaktere, Tiere, Pflanzen und so weiter. Es fällt mir dort halt einfacher. Und da das Schiff ja von seiner Struktur aus her sehr organisch ist, habe ich gesagt, okay, gehe ich halt in Blender, was soll's. Ist jetzt kein Problem für mich. Und ja, wie ihr seht, oder wie ihr wahrscheinlich gesehen habt, wir sind ja schon eine Weile in dem Modellieren an sich drinne. Ich habe einfach einen Zylinder genommen, Subsurface drauf und habe den dann halt entsprechend der Proportionierung ja, weiter extruded, habe Sachen größer gemacht, kleiner gemacht, so dass ich es passend fand. Habe mich dazu entschlossen, dass das Ganze relativ rund ist von seiner Grundform und sagte, das fand ich jetzt am passendsten. Hätte man es flach gedrückt oder längs gezogen vom Durchschnitt her, ich sagte, nee, es sieht nicht so gut aus, es bleibt rund, das fände ich jetzt am passendsten. Dann haben wir oben einfach den Böpsel raus extrudiert, diesen Spender, Kabine, was auch immer das ist. Da sitzt eventuell vielleicht der Captain drin und guckt, wo es lang geht. Da hat man ein bisschen mehr Überblick, als wenn man halt irgendwo da vorne sitzt. Was auch eine große Überlegung für mich war, in welche Richtung fliegt das Ding. Ich habe dieses Blaue am Ende nicht ganz sofort als, ja, ich nenne es jetzt mal Flamme aus Ausdunstungsstrahl erkannt. Erst ein bisschen später auf dem zweiten Blick habe ich gesagt, okay. Und wenn da hinten dann Flammen und Ausdünstungen etc. rauskommt, dann fliegt das halt in Richtung halt der schmalen Endes. Und das ist dann vorne. Wer schon mal das geklärt, ist auch wichtig für die Animation, in welche Richtung fliegt das Ding. So, war halt auch so ein Gedankengang für mich, wo ich halt für mich überlegen musste.
Ich hätte ja auch einfach nachfragen können, aber ich habe auf dem Zeitblick dann gesehen, okay, das Blaue ist eventuell dann Feuer. Scheint ja auch richtig zu sein. Ich habe die Animation schon abgegeben und wurde nicht gesagt, ja, das fliegt falsch rum. Also passt das. Ich hätte eventuell noch mal nachfragen sollen. Das wäre cleverer gewesen von mir, aber ja, egal. Ich mach dann einfach und guck, ob es richtig ist. Ja. So viel dazu. So, nachdem wir dann schlussendlich auch die Details wie die Scheibe mit Hilfe von einem Extrud nach innen extrudiert haben und die Kanten ein bisschen gebevelt haben, dass sie schärfer sind und auch diese Tentakel-Geweih-Gedönse, ich weiß nicht genau, wie ich das beziffern soll, diese Dinger, die halt da rausschauen, auch mit der Hilfe von einem Extrud und ein paar Edge-Loops einfach in Form gebracht haben, kommen wir das Ganze halt, nachdem ich das UV-Layout gemacht habe, was ich euch erspare, weil sowas ist jetzt nicht so wirklich spannend. Das habe ich einfach rausgeschnitten. Kommen wir jetzt endlich zum Texturieren. Texturiert habe ich das Ganze, wie ihr seht, in Substance Paint. Auch hier habe ich mir die Vorlage von Real Space Spray Artist als Vorlage genommen und habe mir da die Farben rausgepickt. Ich habe die minimal verändert, dadurch, dass es halt einfach ein großer Unterschied ist, ob das jetzt so ein Spraybild ist oder sowas, so ein 2D-Bild ist als Foto oder ein 3D-Modell, das halt über einen Renderer gemacht wird, habe ich die Farben minimal ein bisschen angepasst, dass es einfach optisch schöner wirkt. Ja, ich habe halt als Grundierung so ein leichtes Graublau genommen, mit einem leichten Bump-Matt-Material dahinter, dass einfach so ein bisschen Struktur ist. Ich habe mir gedacht, oder vielmehr gehofft, dass das im Hilm mit ein bisschen Licht in Maya dann ein bisschen schöner aussieht oder ein bisschen Struktur reinbringt. Und dann habe ich halt mit Hilfe verschiedener Masks noch Sachen wie jetzt halt diese dunkelblauen Punkte mit eingefügt und die habe ich dann ein bisschen mit Pinseln wegradiert oder vielmehr ausmaskiert. Ich nutze lieber Masken, als irgendwas komplett wegzuradieren. Auch habe ich so ein bisschen dunklere Stellen hinzugefügt. Im Weltall gibt es ja eigentlich, wenn das Ding irgendwo rumfliegt, weniger Dreck. Es kann sich nirgendwo Dreck ansammeln. Also habe ich das mehr so ein bisschen zum Aufbrechen benutzt, dass halt verschiedene Stufen drin sind. Ich wollte es halt auch nicht übertreiben, da das Vorlagenbild doch recht ja, wenig Schaden oder sonstiges Zeichen, als wäre irgendwas dagegen geflogen, sondern dass das Schiff an sich sauber ist und das wollte ich ein bisschen beibehalten. Ich habe diesen Düsenantrieb auch noch schwarz eingefärbt, sowie auch die Scheiben an sich, die sind dunkel und habe mit Hilfe von Pinseln in verschiedenen Größen dort Punkte verteilt, die halt diese Lichter, Fenster etc. anzeigen sollen. Die habe ich dann auch hinterher mit einer Emissive Map verbunden, dass man halt später in Maya deutlich mehr sieht, wie jetzt in Substance Painter, da das ja alles doch relativ hell ist. Ja, ich hatte einen großen Kampf noch mit den Texturen, später dann in Maya. Das habe ich euch nicht gezeigt, das möchte ich aber euch trotzdem nicht vorenthalten, weil es zu dem Projekt an sich gehört. Ich hatte einen riesigen Kampf, bis ich die Szene aufgesetzt habe. Das Animieren an sich war kein Problem, aber das Aufsetzen der Szene, sprich Lichter, Materials und so weiter. Ich hatte einen großen Kampf in Maya für den Arnold-Renderer, falls einer sich ein bisschen in Maya auskennt, für den Arnold-Renderer was aufzusetzen. Ich bin so raus aus diesen ganzen Geschichten. Ich hatte das in der Uni zwar gemacht, wir hatten einen anderen Renderer. Aber ich habe das so lange nicht mehr gemacht und so viele Materials für Unity und Unreal aufgesetzt, dass ich irgendwie da komplett raus war, was Maya angeht. Und ich habe mir doch sehr, sehr schwer getan, zumal man halt defaultmäßig sehr viel, selbst in dem Pong- und Blinn-Shader, so viele Dinge hatte, bis ich da mich zurechtgefunden habe, wo jetzt welche Textur hin muss und wie ich was einstellen muss, dass es auch so aussieht, wie ich das haben will. Hat einiges gedauert. Ich wollte euch das nicht vorenthalten. Ich habe es jetzt leider nicht in Videoformat, weil das einfach viel zu lang ist. Und meiste Zeit einfach, ich habe Tutorials geguckt und versucht, das hinzukriegen. Ja, und wäre jetzt nicht so spannend gewesen. Aber Hauptsache, das Endergebnis stimmt. Auch die Animation an sich habe ich nicht aufgenommen, weil ich ein Schussel bin und einfach nicht auf eine Aufnahme gedrückt habe. Ihr kriegt jetzt, nachdem alles, nur noch die fertige Animation. Und ich hoffe, sie gefällt euch. Und es ist quasi auch die Endcard. Und dementsprechend möchte ich mich schon mal für eure Aufmerksamkeit bedanken. Danke, dass ihr das Video geschaut habt. Schaut auch unbedingt, wie gesagt, bei Real Space Spray Artists vorbei und lasst da mal einen Gruß da. Und ja, dann wünsche ich euch einen schönen Tag und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder.